ist wieder soweit. Craft Attack Staffel 12. Wir sind drin. Ich bin auf dem Server, Freunde, und ihr glaubt nicht, was wir dieses Jahr hier aufzuwarten haben. Neues Büro, neuer Hintergrund. Ihr seht es vielleicht. Wir sind ein bisschen umgezogen. Und ihr habt ja vielleicht schon mal ein Video gesehen, meine Freunde. Gestern kam es online. Was wird die Base in Craft Attack? Und heute geht schon los. Heute erste Folge, morgen der erste Stream. Für mich Sonntag, 17, 18 Uhr um den Dreh bin ich auf Twitch. Wir fangen an, meine Freunde, jetzt. Ich habe hier gerade schon ein bisschen reingechattet, ja. Ich habe gerade gesagt, du, hier Zabex, wenn du gute Video hast, kommst du zu uns, Revi. Leute, ihr wisst, was dieses Jahr bei Craft Attack los ist. Ihr wisst, was wir dieses Jahr vorhaben. Und ihr wisst, wohin es dieses Jahr gehen soll, meine Freunde. Craft Attack ist nicht irgendein Projekt. Nein, Craft Attack ist das Projekt schlechthin für mich, meine Freunde. Und dementsprechend gibt es auch für mich nichts anderes als dieses wunderschöne Projekt dieses Jahr. Deshalb werde ich wie damals, meine Freunde, wie es sich gehört, gemeinsam mit G-Time das Ding einmal richtig geil auf Vordermann bringen, Leute. Es wird hier ordentlich einer aufgecraftet und ich würde sagen, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Craft Attack. So, Freunde, wir sind drin. Wir gehen jetzt sofort mal hin und gehen in die Gruppen rein. Ja, hier, wir machen mal hier Push-to-Talk. Funktioniert alles? Hallo, hallo, hallo. Okay, wir gehen rein in die Gruppe von G-Time. Wo ist er denn? GRG-Gruppe. Kein Passwort für, komme ich nicht rein. Aber hier. Das Mauer dahin. Einen wunderschönen. Ja. Oh ja. Kevin, hallo. Für den Norden! Alter. Da reden wir gerade über die Mauer. Craft Attack OGs in einem Channel. Ist das krank? Das ist wirklich Gänsehautmoment gerade für mich. Ihr versteht mich nicht, was das mit einem macht. Ich zu den OGs sogar gehöre. Das ist. Ja, Kevin, hey, also Bro, dreimal eher als alle anderen hier. Dreimal eher. No joke. Das fühlt sich an, als wäre in Staffel 1 da gewesen. Early Boy meinte noch vorhin, du willst irgendwie eine OG-Staffel mal machen. Ja, wir haben eine OG-Staffel hier. Guck mal, wir sind eine komplette OG-Gruppe. Holy shit. Ja, wir sind die OG-Stadt. Das ist so geil. Ey, Jungs, wo darf ich hinfliegen? In welche Richtung? Südwesten. Welche Koordinaten? Also ich bin jetzt bei minus 600, 300 ungefähr. Das ist gar nicht so weit. Ich habe kein Eisen. Ich habe nur 3 gehabt für einen Eimer. Ich mach gerade schon mal Terra vor mir, ja? Minus 600, minus 300. Wir müssen das hier weggraben. Bisschen, damit minus 600, 300, Kevin? 600, minus 600, minus 600 300. Okay, wir sind da, Leute. Ah, Revi ist da. Moin. Guck mal hier, das ist alles unser Gebiet. Ey, okay, geil, 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 geil. Ey, dass wir hier alle zusammenhängen, ist ja so unfassbar geil. Zander, und? Junge, wie geht es dir? Ist das geil? Ist das dein ist Schwein? So. Das ist Opas. Ich geh direkt ran, ich geh direkt rein. Ist das geil? Ey. Ich freue mich so, das ist so verrückt, Mann. Holy shit. Mit deinem Latex-Kostüm immer noch. Oh mein Gott, ich habe immer noch diesen kranken Skin drin, ne? Ey, der Berg da oben, Revi, weil du magst ja meistens immer, wenn du irgendeinen Berg hast, wo du dein Haus drauf bauen kannst, den habe ich auch komplett geclaimed. Okay, ich hab mir überlegt, Kevin, passend zu deinem Theme, okay? Zu dem, was du vorhast. Ich habe ja schon die Skizzen gesehen und alles, ne? Ja, das war aber nur innen, ne? Ey, ich sag dir das, außen wird das ein bisschen, am Anfang wirst du denken, ich will dich verarschen, weil das ist alles mit Magenta gebaut. Okay, wird das so ein riesiger Würfel wahrscheinlich, ne? Na, nicht Würfel. Ich schick dir mal was im Discord. Okay, mach mal. Also für mich ist es relativ egal, solange es futuristisch aussieht, weil ich baue so eine Art... Danke, Early Boy, das war mein Holz. Nimm dir. Alles gut, Bruder. Ich wollte nämlich dieses Jahr was Besonderes bauen. Und zwar möchte ich so eine Art Eco-Punk, Solar-Punk City bauen. Das heißt, so eine City, die modern ist, aber auf so erneuerbare Energien ziemlich grün ist und sowas zurückgreift. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, solange du nicht wie jedes Jahr eine Villa baust, ist alles aus Quarz. Nein, hallo. Dieses Jahr war wirklich anders jetzt mal. Auf Ernst. Ich habe das eben schon im Stream gezeigt und ich glaube, das wird echt geil. Okay, hast du mir geschickt, Kevin? Ja, ich habe dir das Bild geschickt. Da müsste eigentlich noch ein anderes kommen. Passt perfekt zu meinem Ding. Das hat so botanische Gärten. Also das wird perfekt, auch viel perfekt, mit grünen perfekt. Sachen genauso und so sein. Genauso wie meins. Das ist perfekt. Darf okay, ich das sehr geil. Im Video? Nee, ne? Wahrscheinlich noch nicht. Kannst du ruhig zeigen. Also die Leute wissen auch, weil ich habe gerade schon gesagt, dass wir vorhaben, ein gigantisches Squid Game zu organisieren. Das ist ja so geil. Wenn das ich G-Tems so Stimme höre, ich sehe schon diese Produktivität, Digga. Ich sehe. Aber da brauchen wir auch Produktivität. Hier ist ein Hund. Hat jemand Knochen? Nee. Okay, soll ich oben auf den Berg gehen dann, Kevin? Ist es okay? Du kannst dir jetzt, also jetzt im Moment kannst du dir aussuchen, wo du willst. Es ist alles noch frei. Ist das für euch alle fein? Ja. Also wenn ich den Berg und drumherum so ein bisschen claime, oder hier, ich sag mal so, vielleicht sogar hier die Schlucht mit dem Berg so ein bisschen, weil ich glaube, die Schlucht würde ich auch so ein Stück weit noch nutzen wollen. Wer ist da oben auf dem Berg? Ja. Wer ist das? Ey, da oben stehen überall Schilder auf dem Berg. Da kann warte mal kurz, ich muss kurz hier raus, Moment. Ja. Hallo? Geht's? Hallo? Ist das dein Berg? Ich bin die Neue? Nein, ich suche einen Platz, aber es ist alles belegt. Oh, da oben baue ich Schere. Da steht G-Time. Ja, ich weiß, wir sind eine Gruppe. Achso, okay. Ja, okay. Dann schöne Weiterreise noch, ne? Alles Gute an der Stelle. Danke. Ich wünsche dir was. Mach's gut, ciao, ciao. Alter, warum sind hier so viele Leute, die ich nicht kenne? Wer ist Feli? Südwesten. Feli K? Feli, wer ist das?
sind so viele Leute. Oh, ich kenne die Hälfte nicht. Ich schwör's dir. Was ist das? Oh mein Gott, ist das krass. Ey, warte mal, ich claim den Berg. Patrick, oh mein Gott. Kevin, nice. Komm mal kurz zu mir. Ja, ich muss aber eben kurz essen. Alter, hier kann ich perfekt bauen. Warte. Sag Koordinaten. Nein, Patrick, jetzt nicht den machen. Nee, ich will nur wissen, ob das mein Grundstück ist. Wann habe ich viel geclaimed? Ich will nur wissen, ob das mein Grundstück ist. Bro, hier oben minus 600, Kevin, 500 irgendwas. Kevin, hast du nicht eben gesagt? Das ist der Berg. Patrick hat gesagt, der braucht nicht viel. Ich habe hier das perfekte Ding. Oh mein Gott, okay. Ich, das ist verrückt. Ey, das ist nämlich, absolut die perfekte Position. Hier ist Position, so eine riesige Schlucht nämlich drinne mit so Wasserkaskaden und hier kann ich perfekt durchbauen. Und dann kann ich nämlich die Schlucht hier ein bisschen weiter treiben und... Ja, okay, perfekt. Ah, du bist bei der Schlucht. Ey, und weißt du, was das Geilste ist? Im Norden, unsere Nachbarn, sind die Leute von der GHG-Truppe. Oh. Ich habe ja gerade schon gelesen, es gibt ja, glaube ich, so ein paar Diskrepanzen mit Basti GHG. Nein. Dann kannst du die Staffel nutzen, deine Beziehungen zu pflegen. Haben und wir zu Stress verbessern. Mit denen? Also, ich habe keinen Stress mit denen. Ich auch nicht. Ich glaube, Patrick, oder? Ey, wir haben mit denen Crafted doch nie was Richtiges gemacht. Ich habe auch Stress mit denen. Sag mal ehrlich, Patrick. Wirklich nicht. Warte, Kevin, lass mal kurz aus der Gruppe wie raus. Eine Mauer. Kevin, guck mal hier. Jo. Guck mal hier, wenn du jetzt hier, warte, wo ist es? Hier reinschaust. Das passt perfekt zu dem, was ich vorhab. Guck mal hier. Alter. Das ist geil, oder? Ja, war doch gut, dass ich das alles hier geclaimt habe. Bro, dickes Danke an dich, wirklich. Ich claim hier so drumherum so eine kleine Area wieder und dann fange ich halt hier irgendwie an, die Stadt reinzuhauen. Das passt perfekt, weil ich wollte so eine Stadt, die, also dann kommt hier oben das Hauptgebäude drumherum und drumherum entstehen dann die anderen Gebäude. Und dann gibt es so ein paar kleinere Schluchten und sowas und hier ist so ein Fluss, der rausgeht. Übertrieben geil. Ey, ich freue mich so sehr, dass du dieses Jahr nicht mehr so bei Trimax hängst, ne? Ich sag dir das, das Ding ist durch. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, oder? Letztes Jahr hat er das ganze Grundstück versaut. Ich hab mit zwei Wochen geterraformt, ne? Und dann hat er seinen riesigen Sniffer über das Grundstück gebaut. Und da habe ich gesagt, ich bin raus, ich mach nichts mehr mit dem. Bro, verstehe ich so sehr. Bauen wir überall Farmen und sowas hin? Also wenn wir Farmen bauen, dann aber auch schön. Ey, genau das. No joke, plus nicht eins. Dieses, wir bauen einen riesigen Kaktusturm und der steht hier einfach so ein Glasturm, sondern wenn, dann muss das schön gebaut werden. Oh mein Gott, Kevin, ich will dich heiraten. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt gerade. Genau das ist die Ansage, die wir brauchen. Genau das ist die Ansage. Auch so geil, dass hier schon so viel abgesteckt hast. No joke. Ey, du hast ja hier übelst Dripstone und so drinne, glaube ich. Ja, wir können hier direkt alles rausfarmen. Eisen und sowas können wir auch rausholen direkt. Ey, no joke, ich mache jetzt einen Call. Lass uns mal kurz zurück in die Gruppe gehen. Ich mache jetzt einen Call für die ganze Gruppe. Richtig heftig. Darf ich kurz eine Sache an die Gruppe sagen? Ich sage das jetzt hier für diese 6 Leute, okay? Okay? Und okay. Das ist einmalig. Das würde ich normalerweise in Craft Attack nicht machen, okay? Okay. Passt auf. Ich mache jetzt folgenden Call. Meine Kisten stehen, wenn ich nicht anders sage, an die Kiste nicht dran gehen, euch zur Verfügung. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Oh, bedient euch. Ich will dieses Jahr, no joke, richtig einen aufcraften. Und es funktioniert nur, wenn wir alle Hand in Hand arbeiten. Sonst ist tot. Sonst ist tot. Das ist bei uns genauso. Also unser Lager steht auch zur Verfügung. Oder Zander. Also, so ein Ding wird das dieses Jahr. Raus. Okay. Patrick, ich weiß, du darfst aber nicht übertreiben, okay? Ja, so ein Steak am Tag. Ein Steak geht's dir. Er sagt jetzt schon, wie viel er klauen will. Das ist crazy, Mann. Das ist crazy. Ich versuche das jetzt irgendwie nicht, aber ich habe schon Diamanten. Also, ich würde for hier, real? Ja. Das ist verrückt. Das ist schon crazy. Wie kann man so schwitzen? Darf man das am ersten Tag? Ja, aber hast du dich nicht mal gefragt, woher ich die habe? Ah, Bros am X-Rain. Das ist crazy. Stark. Nein, die Zeit ist vorbei. Wir sind ja keine Kinder mehr. Wir sind ja jetzt erwachsen. Du hast mal X-Rain gehabt, ne? Nie passiert, oder? Das war die verrückte Zeit. Sind vorbei, hat er gesagt. Ich mach sowas nicht. Redet er sich im Kopf und Klagen? Ja! Das ist verrückt. Ich habe aber mal gehört, es ist einmal anscheinend passiert und dann aus nie mehr Versehen wieder. Aber aus Versehen, so hat jemand irgendwie so halt die Taste X gedrückt. Ja. Staffel 5 ist das mal passiert und dann wurde eine harte Maßnahme ergriffen gegen diese eine Person. Das warst du. Du warst diese eigene Person. Du redest so in dritter Person. Du hast gecheatet. Du warst es. Was machst du? Ich hab so krass Craft Attack geschwitzt und gefarmt und so. Ich war früher ein Kiddie, Bro. Ich war 18 damals. Ja, mit X-Ray geht es halt auch easy. Also Craft Attack 6 gab's auf jeden Fall jemanden, der X-Ray hat. Ja, es gab aber... Ja, ich nicht. Spark? Ich habe nichts damit zu tun. Wer war bei wem auf dem Grundstück und wer hat wem was kaputt gemacht? Nein, viel wichtiger, Spark. Jetzt mal kurz unter uns, okay? Nur für uns, Spark. Ja. Schneid auch raus. Männern. Oh Gott, Spark, hör mir das auch rausschneiden. Wie lang ist dein Löris? Ich glaube, Spark hat einen richtig langen. No joke. Also ich habe es akustisch zuerst nicht verstanden, aber durch Patrick habe ich mir jetzt das Ergebnis Spark erschlossen, hat diesen was gefragt wird. Informatiker, weißt du, unten. Also, guck mal, ich habe laut Revi keinen großen, ist ja okay. Dann habe ich halt einen kleinen. Aber ich glaube, Spark hat einen großen. Wir brauchen jetzt eine Antwort. Wir können das alles wieder rausschneiden hier. Zurück zum normalen Topic. Wir haben eine Mansion direkt in der Nähe. Oh, was? Geil. Oha. Oh mein Gott. Ja. Dann hast du für eine geisteskranke Ecke uns geclaimt. Sind da Menschenhändler? Entschuldigung. Was steht der Menschenhandel? Ich lache mehr, als ich sollte. Ja, das ist auch noch nicht witzig. Das ist wirklich schlimm, was ich gerade für witzig gemacht habe wieder. Also, wir wollen nochmal um das
Penis-Thema zurückgehen? Nein, Patrick, reicht jetzt. Nein, ich möchte nicht über das Penis-Thema reden. Alles gut. Schneiden. Hey Spark, ich hab mir dieses Jahr, wir haben dieses Jahr craften wir richtig einen auf. Ne? Merkst ich du was, Spark? Ich seh das schon Samstag. Wenn nicht alle gleichzeitig reden, dann würde ich dich auch verstehen, Revi. Wir sind eine OG-Gruppe hier. Merkst du das, Spark? Hier sind nur die OGs. Alles geil. Hier sind Old-Ass-People. Digga, da kam eben eine zu mir. Wie heißt die? Felika? Bro, ich weiß nicht mal, ob die volljährig ist. Wer ist das? Ich kenne hier die Hälfte der Leute nicht mehr, Spark. Was ist passiert? Ich fühle mich wie so ein alter Mann in der Kneipe, wenn auf einmal die Jugendlichen anfangen zu saufen, Digga. Ich bin der Typ am Tresen, der schon ein Futschi zu viel drin hat und auf einmal sind ja überall junge Leute. Ich sage, mit eurem Ski-Akku, was wollt ihr von mir? Weißt du, so fühle ich mich, Spark. No joke. Ja, also wenn du seit 3 Jahren nicht in unsere Gruppe reinguckst, brauchst du dich nicht wundern, würde ich sagen, ne? Ey, Moment mal, Spark. Ich bin immer noch ein aktives Gründungsmitglied. Ja, ich bin für den Arschbau. Ich bin das ganze Jahr weg und dann komme ich im Winter wieder und farme. Guck mal, Edgariana, Digga, zweifach Grootbass, Crocodile Andy, die sind jetzt schon. Oh, Paluten ist auch schon mit denen. Nevermind, die sind alle im Team, oder? Ey, wollen wir auch so eine Gruppe machen? Die müssen ein bisschen Präsenz zeigen. Wir nennen uns einfach OG. Wir sind die OGs. Hallo, Freunde! Oh Gott, wie laut. Warte. Moment. Du bist sehr laut. Moment. Er ist so laut. Crafted. So. Oh, Alter, ein Tandemboot. Digga, der wollte mein Grundstück. Freund Paluten, wie geht's dir? Gut, gut, nicht wie reden, geht's dir? Du hast eben geholt, was helfen wir weit. Okay. Freund so, Paluten, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich freue mich so, deine Stimme zu hören. Einmal im Jahr hören wir uns, das ist so toll. Ja, du kommst mich ja nicht besuchen. Das stimmt leider, ich bin immer viel zu sehr unterwegs. Ich wollte noch was anderes klären, ich hoffe, es stört nicht, dass die anderen hier sind. Und zwar hat unser Vermieter mir damals noch geschrieben, wegen der Kaution. Du schuldest mir noch 6.000 Euro. Ja. Die 6.000, ich habe keine 6.000 Euro. Ja, du hast mehr, ich weiß, du hast 12.000. Mehr. Ich habe nur 10.000. Es ist aktuell schwierige Lage, du weißt. Inflation und so. Stegi! Ey, ich wollte nur kurz Hallo sagen, ich freue mich sehr auf dieses Jahr Craft Attack mit euch. Das wird richtig geil. Es wird richtig geil, eine aufgecraftet, okay? Ja. Hey! Viel Spaß. Okay, bis dann, tschüss. Ich habe letztens von Spark, von Porkchop Mabia, von Kilian geträumt. Als ob man, wie random. Ich schwöre dir, von Kiwi Kilian habe ich geträumt. Ich weiß nicht, warum. Kiwi Kilian. Und wir hatten früher so einen Running Gag, den kann ich jetzt hier nicht mehr quoten, weil sonst werden wir alle gebannt. Aber ich muss da nicht einen Running Gag denken, dass er irgendwie mit seinen Händen immer aus Scheiße irgendwelche Sachen formt. Ich habe davon legit geträumt. Ich habe so ein Flashback gehabt. Ich bin gar nicht klargekommen. Ja, es war insane. Hast du Essen mit dabei? Nee, leider nicht. Ich bin auch am Hungern. Ich brauche ein Stück Weizen, dann kann es losgehen. Dann kann ich vermehren. Herr Kevin, ich steck hier unten mal so ein bisschen was ab. Ey, Rivi, mach. Gar kein Problem. Ich warte also jetzt, dass du dein Grundstück absteckst und dann passe ich mich da an nachher. Guck mal, weil diese Schlucht hier wäre sehr geil für meine Bildidee. Aber ich kann auch hier diesen Fluss einfach laufen lassen und baue links und rechts davon. Das geht auch voll gut. Nimm so viel du willst. Dieser Vibe jedes Jahr, ich sag euch wirklich jetzt, und das meine ich voll ernst, dieser Vibe jedes Jahr auf diesen Server zu kommen und wieder diese Stimmen zu hören. Wir haben das ganze Jahr nicht viel miteinander zu tun, aber diese 2 Monate, 3 Monate dann teilweise, sind immer so mad intensiv. Ich liebe das so sehr, wirklich. Ich schwöre. Es ist nicht mal so, dass ich mir denke, ah, okay, jetzt wird nochmal Views gefarmt oder sowas. Oder irgendwie dick Geld verdienst und darauf geschissen so, sondern mittlerweile einfach so auf gelassen zusammen einen aufzocken. So geil, Mann. Trimax, der Wichser ist nicht da, ich freue mich so. Ich mache erstmal mein Grundstück fertig. Haben wir irgendwo in der Nähe ein Mesa-Biom? Ich glaube, das wäre wichtig für Kevin und mich wahrscheinlich, ne? Ja, giga wichtig. Mesa-Biom brauche ich ganz dringend. Mesa-Biom, falls ihr Terrakotta braucht, ist weit im Norden. Also, was heißt weit im Norden? Hinter Trimax Base. Da ist eine Wüste und auch Mesa. Ja, dann lass doch einfach da, wo Trimax Base ist, einfach einen riesigen Bohrer hinsetzen schon mal. Also, ich habe keine Ahnung, was Max dieses Jahr vorhat und so. Der hat gar nichts kommuniziert, der hat gar nichts vorbereitet. Da ist und nichts so. Los im Kopf. Licht an, aber keiner zu Hause. Das wie Ding jedes ist durch. Jahr. Und wir einfach killen, einfach komplett so OG, so alle einfach draufgehen. Er hätte voll Bock. Einfach die GAG-Truppe angreifen. Die ignorieren rüber und attacken die. Wir haben doch jetzt schon Netherite-Rüstung. Nein, Quatsch. Glaub mir, du überschätzt die bisschen. Nein. Sollen wir Überraschungsangriff machen? Sollen wir alle? Nein, viel besser. Lass alle Spark töten. Dem ist der Tod noch viel wichtiger. Nee, Spark. Ist der? Ich bin da, keine Sorge. Okay, scheiße. Boah, Spark, das wäre, ich würde sogar... 2000 Blöcke. Würdest du dich dieses Jahr für 500 Subgifts von einem Felsen stürzen? In Craft Attack? Ja, würde er. Also ich würde es direkt machen. Für 500 Subgifts? Nee, tatsächlich nicht. Du würdest es für 10 machen. Patrick. Nicht für 500 Subgifts. Das ist einfach Wahnsinn. Man darf das K-Wort nicht mehr sagen, ne? Krümelmonster? Das K-Wort. Krümelmonster! Nein! Das K-Wort, das man früher oft gesagt hat zu Leuten wie mir zum Beispiel. Kunde? Egal, Alter. Aber darf man das sagen auf Twitch? Ich weiß, was du meinst. Kindskopf. Ja, genau. Darf man das sagen? Egal. Keine Ahnung, sag doch einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ja, so Katke halt. Achso.
Hier ist ein Armadillo. Das ist wie ein laufender Schwanz. Ey, die haben hier übelst viel Kohle im GHG-Gebiet. Ich nehme die ganze Kohle. Ja, Claudi. Ja, komm mal her. Komm zu mir in die Base. Komm. Ich sag dir, und die ganzen Zuschauer, die werden das unter die Kommentare schreiben. Und dann sehe ich schon kommen. Samstag komme ich online. Dann machen die richtig Theater. Ey, Worst Case musst du gegen Merle kämpfen. Ey, Bro, alles gut. Patrick, aber nicht hier, okay? Für die Gruppe farm ich doch. OG. Aber nicht hier über Löcher reinmachen in mein Berg. Können wir bitte diesen OG-Gruppe jetzt machen? Ich will jetzt Exempel statuieren. Das ist jetzt richtig peinlich. Man merkt richtig, wir sind alt, Digga. Wir kriegen nicht mal sowas hin. Bruder Patrick, geh aus meinem Gesicht raus, bitte. Nein. Junge, Logo, einfach Logo. Ist ja bei CraftTech immer dabei gewesen, Logo? Nee. Hatte der nicht mal so einen Skandal? Wo? Ach, egal. Knapp oh, Digga, die ziehen das echt durch, ne, mit diesem Liegewie. Hey, Bro, das kann nicht sein, Patrick. Ich schwöre dir, Patrick, guck mal, du bist Dreck unter meinen Fingernägeln. Ich lege die Hälfte der Melonen da rein und wollte nur testen, ob die wegkommen. Oh Gott, sie sind weg. Na, als ob das ein Test war. Du bist Dreck unter meinen Fingernägeln, wirklich. Hier, Rewe, ich mach dir da Kohle rein. Geiler Typ. Patrick, bau doch jetzt mal deine Base, komm, yalla. Ja, ich hab halt da nichts geplant. Bruder, geh mal doch jetzt, bitte. Nein, also, ich bin, Basti ist auch hier. Ich baue eigentlich woanders, aber hier, jetzt siehst bin ich du? Hier gelandet. Aber Patrick hilft mir jetzt dabei, eine Statue von mir selbst zu bauen, gell? Genau, so, richtig. Ja? Was auch immer ihr da Philipps Schoße fahrt. Ist hier unten auch überall alles von uns, ja, ne? Ja, ist auch alles von uns. Ey, das ganze Gebiet gehört uns da. Also, so wie das aussieht, sind die gar nicht dahin gegangen. Ja, das ist gut. Ich ging wie ein Ägypter, hab ne Taube gegessen. Kevin, wie weit muss ich nach hinten abclaimen? Also hinter meinem Berg? Ist da auch noch Schilder von dir? Nee, dahinter habe ich kaum was. Ich habe nur alles im Dingsbiom, also in dem Savannen geholt. Okay, dann claim ich dahinter nämlich noch so ein bisschen in die Richtung, aber nicht zu viel. Aber alles, was Savannenbiom ist, hast du auch, also wenn du auf meinem Berg stehst, links von mir auch? Da ist alles geclaimed, auch unten, da hast du so ein Tal. Okay, guck mal, ich habe jetzt mal in deine Richtung soweit geclaimed, ne? Wie ich muss. In die andere Richtung brauche ich ja theoretisch nicht, oder? Ja, also in deinem Umkreis baut, glaube ich, auch fast niemand. Alter, hier sind voll viele Hundis bei mir. Und Wow. Ah, der Status OG existiert immer noch nicht. Ja, geil, ich teste auch die ganze Zeit. Ja, aber dann nimmt das ja jeder. Er macht doch einfach, als ob die Leute als. Ach so, macht eine Whitelist. Nee, wir haben eine freche Whitelist. Welche Farbe nehmen wir das denn? In Rot oder Gold? Ah, Rot. Rot. Ganz rot. Rot. Zeigen. Ganz ja, rot. Signalfarbe, ihr wisst schon. / Status OG. OG, ey. Okay, okay. Geiles Rot. Ja, das Rot ist nicht so geil. Ist okay. Der ist ein Weichei-Schuppen Junior-Rot. Weichei-Schuppen Junior-Rot ist crazy, aber trifft genau. Mir ist dies Jahr alles egal. Ich werde auch beleidigen auf Mutter gehen, oder Zander? Scheiß auf CPM, immer. Sagst du? Oh, CPM. Kenn dich nicht anders. Oder Geldmeld seit lange nicht mehr, Patrick. Wie pinsel ich diese Dinger? Mit einem Pinsel. Ah, stark. Starker Call, Basti. Noch ein? Ja, weißt du nicht, wie ein Pinsel geht, Zander? Alter, Zander, weißt du nicht, wie man einen Pinsel in Minecraft craftet? Bro, no joke, niemand weiß. Bro, hier sind Ziegen. Gibt es Ziegenfleisch? Gibt es Ziegenmeat? Nee, ne? Ja, also bestimmt. Aber in Minecraft nicht, oder? Nee. Ich glaube, ich das bist. Letzte Minecraft-Update, was du dir runtergeladen hast selber, ist 6 Jahre her. Ja. Einfach Ziegenkäse machen, ein bisschen Brie. Boah, das wäre so geil, Digga. Und dann Honig da drauf, ne? Boah, das kann leck dich am Arsch, Bro. Ziegenkäse mit Honig, Bro. Honig ist wrong. Ey, Ziegenkäse mit Feigensenf, achte. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Ey, Zander, weißt du, was wir nochmal machen müssen? Und jetzt auch der Call an G-Time und Spark. Wir treffen uns auf der Zülpicher Straße und verbiegen uns noch einmal fett die Rüstung. Auf richtig dumm. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich will auch Basti Zock dabei haben. Ich will. Als ich in Köln gewohnt habe, habe ich direkt neben der Zülpi gewohnt. Neben der Bar Chelos? In der Nähe, ja. Wenn ihr mal startet in der Dingsbums, dann müsst ihr Bescheid sagen. Spark, würdest du das machen? Also, du musst ja nicht mittrinken. Wir würden nicht vloggen, keine Scheiße bauen, einfach nur privat. Ich trinke auch fast. Gar nicht mehr eigentlich. Ich war ein einziges Mal mit euch im Zelos. Und das war oh, ja. Bei sieben. Also wenn ihr mal bitte geschlafen haben. Ich werde das so nie laut vergessen. War. Wir sind einfach mit halb YouTube Deutschland da reingegangen. Ja. Der wollte den Laden zumachen. Und wir haben einfach 3 Stunden länger gemacht, weil wir einfach... Bro, wir haben Umsatz gefahren des Todes, Bro. Wir haben dem, glaube ich, 6.000 Euro Umsatz plus beschert oder sowas an dem Abend. Also das war wirklich geisteskrank. Das war crazy. Spark, würdest du mit uns privat was machen? Jetzt mal ehrlich. Ich glaube, ich bin ein bisschen schüchtern, also ein bisschen weit, Leute, ne? Checke, verstehe ich, aber... Ich muss 2000 Kilometer hinfliegen. Also. Ich würde mich no joke freuen, weil wir würden auf alles wirklich nicht leaken oder sowas, das sowieso nicht, aber ich meine, wir beide haben uns letzte Mal 2016 gesehen, Spark. 16? 13? 2013 sogar, ne? Ja, ist crazy. Bei mir war es auch 2013, auf der Gamescom war es, glaube ich. Ne? Bei uns war es 2019, Spark. 18. Auch Gamescom? Ja. Hast du dieses Jahr da, Spark? Nee, ne? Ich hab dir mal geschrieben auf WhatsApp, du antwortest nicht. Der Ghost! Ja,
einfach. Bist du sicher, dass das ein richtiges Bug war? Spark, ich hab dir mal ein Bild von meiner Kackwurst gesendet und du wolltest nicht antworten. Verstehe ich nicht, warum. Nein, ich würde sagen, Spark, no joke, ich fände das cool, wenn wir das machen würden. Also, das wäre crazy. Oh. Aber auch kein Muss, ne? Wir pressen. Early Bird schon Haus. Mega. Der ist weiter als in jedem Craft Attack zuvor. Moment, Craft Attack 6 habe ich ein richtig premium Haus gehabt. Ja, Bruder, also das war ein Haus, das baut jemand im Singleplayer in 3 Stunden, aber ja. Nee, das war ein richtig gutes Haus. Alles klar. Jetzt erinnerst du dich noch, wo ich vor diesem Dönerladen gekotzt habe und dann bei Manuel gepennt habe? Ja, natürlich. Welches Mal davon? Du warst so fertig im Manuel-Serie. Ich habe noch Bilder davon, wie du so. Ja, ich habe alle Videos noch. Manuel habe ich jetzt dieses Jahr schon 4-mal gesehen oder 3-mal. Echt? Disneyland? Nee, wir haben zusammen auf Evives Hochzeit waren wir gemeinsam, haben wir uns einen reingesoffen. Nice. Dann waren wir zusammen was essen, Manuel und ich, einfach nur so, privat. Dann haben wir uns gesehen auf einer Veranstaltung und auf einem Dreh. Also wir haben uns echt so häufig gesehen, wie seit Jahren nicht mehr gefühlt. Häufiger gesehen als mich, Alter. Bro, wir haben uns, glaube ich, nur 3-mal gesehen oder 2-mal. Wir haben uns dieses Jahr auch nicht wenig gesehen, ja, dafür, dass sonst, ich 2000 Kilometer weg wohne, Digga. G-Time habe ich lange nicht mehr gesehen. Zander habe ich letztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Wo haben wir uns denn gesehen? Ich meine auf irgendeiner, das war irgendeine Veranstaltung, irgendwas, meine ich. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. So, Freunde. Folgendes ist der Status, ihr seht es gerade. Meine Base ist einmal eingezäunt. Hier kommt die große Stadt hin. Und das Geilste an meiner ganzen Base ist, muss ich einfach sagen, Leute. Und das kickt mich übertrieben. Das macht mich richtig, fast schon ein bisschen horny, wisst ihr, was ich meine? Dass ich hier unten diese nice, drippy Cave habe. Ahnt ihr, was ich meine? Das Ding hier, Leute, das wird ja so geil ausgebaut werden. Hier drin werden sich Gebäude befinden, kleine Kaskaden, dann wird hier der Flusslauf hingeformt, dann geht der Fluss hier so mäßig runter und hier links und rechts stehen die Häuser und hier oben kommt das Main House hin, I guess, oder sowas. Also müssen wir mal schauen. Vielleicht auch kommt auch oben die Powerplant hin mit den ganzen Windrädern. Ich glaube, der erste Move wäre hier oben mal die Windräder hinzupacken und dann kommen hier kleinere Gebäude links und rechts an die Häuser dran. Ihr habt mein Video gesehen, wie unsere Base werden soll und ich glaube, das ist for real der Move. Ich freue mich übertrieben drauf, Leute. Craftic dieses Jahr, ey, ihr wisst, es ist jedes Jahr für mich was Besonderes, aber dieses Jahr, dass wir hier einfach als OGs unterwegs sind, Leute. Und das kann auch nicht jeder, diese Staffel. Nur die Leute, die es wirklich dürfen, können OGs werden. Und das macht mich schon extrem heiß. Also das muss ich ehrlich sagen, da habe ich Bock drauf, Freunde. Ganz anderer Vibe von Anfang an dieses Mal. Wir haben sofort einen Community-Vibe. Mit Patrick ist es vertragen worden. Schauen wir, ob das so bleibt. Aber all in all, Freunde, freue ich mich richtig doll auf diese Staffel. Das war's von meiner ersten Folge von Craft Attack. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns morgen im Stream. Das wird ja so geil, Leute. Das wird ja so unfassbar geil.